Das Management des Phosphatstoffwechsels bei der chronischen Nierenerkrankung der Katze spielt noch immer eine der wichtigsten Rollen bei der Lebensverlängerung betroffener Katzen. Es gibt zwei Neuerungen, die beim Management sehr hilfreich sind. Einerseits können Veränderungen im Phosphatstoffwechsel dank des recht neuen Markers FGF23 deutlich früher erkannt werden. Andererseits kann der moderne Phosphatbinder auf Basis von Lanthankarbonat einen Pfeiler in der Phosphatreduktion darstellen. In diesem Podcast-Special erfährst du von CatLife, dem Expertenblog rund um die Nierengesundheit der Katze, mehr über die Zusammenhänge im Phosphatstoffwechsel und was du für die moderne Vorsorge und Therapie bei deiner CNE-Katze beachten solltest. Viel Spaß beim Anhören! Der Miau-Katzen-Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Miau-Katzen-Podcast. Heute wollen wir über das spannende Thema Phosphat sprechen und dazu habe ich im Interview Dr. Susanne Voss. Sie ist Fachtierärztin und Expertin für die Nierengesundheit der Katze und ihr dürftet sie eigentlich schon kennen, denn mit Susanne haben wir schon einige tolle Podcast-Folgen und auch Online-Inhalte für den Pet-Kompetenz-Club gemacht. Herzlich willkommen, Susanne. Vielen Dank, Sabine. Hallo. Ja, wir haben uns heute das Thema Phosphat vorgeknöpft. Für mich als Nicht-Medizinerin und Außenstehendem, ich weiß noch so ein paar Sachen rund um Phosphat aus meiner ja leidvollen und wirklich traurigen Zeit mit unserem Pauli, der ja an CNE erkrankt ist und ja auch im Prinzip am Ende daran verstorben ist. Woher kommt Phosphat und wofür benötigt die Katze Phosphat eigentlich? Ja, Phosphat kann die Katze erstmal nicht selber bilden. Das heißt, die Katze muss Phosphat tatsächlich mit dem Futter aufnehmen, was aber für die Katze relativ einfach ist, weil sie ja als obligater Fleischfresser sehr viel Fleisch frisst und damit Proteine tierischen Ursprungs, Fisch und Fleisch. Und die enthalten tatsächlich relativ viel Phosphat. Und dadurch kommt die Katze eben dazu, dass sie mit dem Futter eigentlich übermäßig viel Phosphat aufnimmt, was auch kein Problem ist, weil sie es eigentlich über die Nieren, das ist das Hauptausscheidungsorgan für Phosphat, üblicherweise ausscheidet. Und Phosphat selber ist für die Katze und auch für uns sehr wichtig, weil es in den Knochen und in den Zähnen enthalten ist. Es bildet zusammen mit Calcium die Bausteine praktisch für Knochen und für Zähne und stabilisiert die sozusagen. Also man nennt das Hydroxylapatit, aber der Begriff ist eigentlich egal. Wichtig ist nur, dass man weiß, diese Stabilität der Knochen und die Stabilität der Zähne wird tatsächlich durch Calciumphosphat bedingt. Und und Phosphat ist zusätzlich noch beteiligt an der Energiegewinnung. Es ist ein Bestandteil des Hauptenergieträgers der Zellen und deswegen ist auch Phosphat so viel im Fleisch enthalten, weil in der Muskulatur ja relativ viel Energie benötigt wird und da sind eben auch diese Hauptenergieträger enthalten und da ist eben dann auch sehr viel Phosphat enthalten. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass die Nieren das Hauptausscheidungsorgan für Phosphat sind. Wie sind denn die Nieren am Phosphatstoffwechsel überhaupt beteiligt? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, zum einen ist, glaube ich, das kann man sich recht einfach vorstellen, die Nieren scheiden Phosphat tatsächlich aus, indem es also in den Urin gelangt. Aber das ist nicht ihre einzige Aufgabe. Sie müssen halt tatsächlich den Phosphatstoffwechsel mit regulieren. Und diese Regulierung, das ist eigentlich so das Entscheidende. Das heißt, die Nieren haben ja ihre Arbeitseinheiten, das sind die Nephronen. Und dort wird Phosphat aus dem Blut, das überschüssige Phosphat aus dem Blut ausgeschieden, ausgefiltert und gelangt damit ja erstmal in den Urin. Und dann, und das ist das Besondere daran, findet eigentlich erst nach der Ausfiltration die Feinregulierung statt. Dann gibt es nämlich sogenannte Transportsysteme, die sind in einem Röhrensystem der Nephrone. Die sammeln dann sozusagen das Phosphat wieder ein und schieben es ins Blut zurück.
Und dann denkt man sich, naja, jetzt wird ja erstmal mehr ausgeschieden, als tatsächlich hinterher dann im Urin ankommt. Warum braucht man denn diese Rückgewinnungssysteme? Wofür braucht man diese Rückgewinnung von Phosphat und diese Transportsysteme? Ist doch eigentlich unnötig. Erst wird es ausfiltriert und dann wird es zurückgewonnen. Aber da genau findet diese Regulierung statt. Und die Nieren kann eben durch die Anzahl der Transportsysteme darüber entscheiden, wie viel Phosphat sozusagen zurückgewonnen wird und damit eben auch, wie der Phosphatblutspiegel ist. Und das macht sie nicht alleine, sondern das ist hormonell gesteuert. Also dort setzen Hormone an, die dazu führen, dass mehr Phosphat oder weniger Phosphat dann zurückgewonnen wird. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Niere ein Hormon bildet. Das ist das Calcitriol, das ist das sogenannte Vitamin D3. Und dieser letzte Schritt des Vitamin D3, der wird tatsächlich in den Nieren vollzogen. Und damit ist die Niere eben am Calcium- und Phosphatstoffwechsel beteiligt. Und Calcium und Phosphat hängen sehr eng zusammen. Und Calcitriol, dieses Hormon, führt eben dazu, dass im Darm zum Beispiel vermehrt Phosphat aus dem Futterbrei ins Blut übergeht. Und zwar nicht nur Phosphat, sondern auch Calcium, weil Calcitriol dafür zuständig ist, dass die Knochen mineralisiert werden, also dass noch mehr Calciumphosphat eingebaut werden kann. Und das ist die Aufgabe der Niere, ist also nicht nur die Ausscheidung, sondern tatsächlich auch die Regulierung von Phosphat. Da hat es einen wesentlichen Anteil. Und da kommen wir auch zu der Problematik im Zusammenhang mit der CNE dann zu sprechen, wenn das nämlich ausfällt. Also kompliziert, wie immer, alles rund um die Nieren. Ich staune ja immer wieder. So viel habe ich verstanden. Also die Nieren sind fleißig dabei, auszufiltern und auszuscheiden. Aber weshalb sammelt sich denn dann am Ende doch Phosphat bei den CNE-Katzen an? Ja, ich hatte es eben schon gesagt, die Nieren haben ja diese Funktionseinheiten, wo Phosphat ausgefiltert und dann hin und her, also zurückgewonnen wird oder letztendlich dann doch in dem Urin gelangt. Und diese Funktionseinheiten, die sogenannten Nephrone, die sind bei der CNE in ihrer Anzahl reduziert und auch in ihrer Funktionsfähigkeit reduziert. Und wenn man kann sich das vorstellen, wenn ich einfach weniger Möglichkeiten habe, Phosphat auszufiltern, weil ich einfach weniger Filter zur Verfügung habe, dann verbleibt natürlich viel mehr im Blut. Und diese Situation habe ich bei der CNE, weil die CNE ist ja eine chronische Erkrankung der Nieren und die führt eben dazu, dass diese Funktionseinheiten mehr und mehr verloren gehen und die können sich auch nicht erholen. Und dann stehen einfach zu wenig Filter zur Verfügung, um hinterher Phosphat auszuscheiden und auszufiltern aus dem Blut. Und das ist die Situation, die ich habe. Und dann kann es nicht anders, als sich ins Blut zurückstauen. Und das weitere Problem ist eben, dass eine geschädigte Niere auch nicht in der Lage ist, dieses Calcitriol zu bilden. Und wenn Calcitriol ausfällt, dann kommt es zu einer hormonellen Entgleisung. Dann ist es nämlich so, dass die Nebenschilddrüsen dann versuchen, über Parathormon einen Teil der Aufgaben von Calcitriol zu übernehmen, nämlich die des Calciums. Und der Körper sagt, es muss jetzt vermehrt Calcium dem Körper zur Verfügung gestellt werden. Calcitriol kann das ja nicht mehr, also muss irgendjemand anders dafür einspringen und das ist dann Parathormon. Und Parathormon geht dann an die Knochen und führt dort dazu, dass Calcium und damit auch immer Phosphat zusammen aus dem Knochen abgebaut werden. Und diese Knochensituation ist leider außer Kontrolle. Und Parathormon knabbert da fleißig weiter oder lässt weiter knabbern, sodass immer mehr Calcium und damit auch leider immer mehr Phosphat ins Blut gelangen. Und das ist eigentlich paradox, weil eigentlich will ich ja Phosphat loswerden. Das kann ich aber gar nicht mehr loswerden, weil ich zu wenig Filter habe. Auf der anderen Seite ist das Verhältnis zwischen Phosphat und Calcium, die immer in einem bestimmten Verhältnis im Blut sein müssen, gestört, sodass der Körper versucht, oh, ich habe zu viel Phosphat, ich brauche mehr Calcium. Calcitriol kann aber nicht gebildet werden, das eben dazu führen würde, dass der Calciumspiegel steigt. Also tritt Parathormon auf den Plan und das führt dazu, dass Calcium und Phosphat aus dem Knochen abgebaut werden
Und der Knochen wird dadurch auch immer weicher. Das entgleist hinterher. Das nennt sich dann Hyperparathyroidismus. Also das ist eine Schleife, die findet kein Ende. Das wird immer mehr Parathormon praktisch produziert. Immer mehr Knochen wird abgebaut. Und dann passiert das, was man ja eigentlich nicht will, nämlich dass zu viel Phosphat im Blut sich ansammelt, der Blutspiegel von Phosphat über die Norm ansteigt, das ist die sogenannte Hyperphosphatämie, und dann muss der Körper, wenn er das Phosphat nicht über den Urin ausscheiden kann, weil die Nieren eben gestört sind, muss das irgendwie loswerden, und der lagert das dann ab. Das ist so eine typische Reaktion des Körpers, wenn er von irgendwas zu viel hat, was er nicht ausscheiden kann, dann wird es abgelagert. Und diese Ablagerung findet dann eben wieder als Calciumphosphat statt in Weichteilgeweben, und davon ist leider auch die Niere betroffen. Das heißt, es findet eine Verkalkung der Niere statt, und die führt natürlich dazu, dass noch weniger Filter zur Verfügung stehen, weil diese Verkalkungen natürlich dazu führen, dass die Arbeitseinheiten, die Nephrone, immer weniger werden und dann nicht entsprechend arbeiten können. Und deswegen sprechen wir auch von dem Teufelskreis dieser Hyperphosphatämie. Also bei diesem Wort klingelt es ein bisschen bei mir. Pauli hat das ja auch gehabt. Und am Ende hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, es sind tausend Sachen parallel passiert und man hat nur noch versucht, wie die Feuerwehr von einem Ende zum anderen zu rennen und zu löschen. Aber man kommt irgendwann nicht mehr nach, weil es einfach zu viele Baustellen werden und auch die Probleme immer größer werden letzten Endes für den kleinen Katzenkörper. Woran merke ich als Katzenbesitzer denn dann, dass der Phosphatblutspiegel bei meiner Katze erhöht ist? Oder mal anders gefragt, kann ich das selbst überhaupt merken oder kann ich das nur anhand einer Laboranalyse feststellen lassen? Also du hast natürlich eben schon richtig gesagt, Laboranalyse ist natürlich das Stichwort. Es muss eine Blutuntersuchung gemacht werden und festgestellt werden, ist der Phosphatspiegel erhöht. Und dieses Thema Hyperphosphatämie, also über eine gewisse Norm erhöht, das tritt eigentlich erst im Spätstadium auf. Also ich habe erst im Spätstadium sozusagen die Situation, dass ich den Phosphatspiegel übermäßig stark erhöht habe. Das Problem ist aber, diese hormonelle Entgleisung tritt bereits im Frühstadium auf. Aber in dem Stadium, im Frühstadium, gibt es ein phosphatsenkendes Hormon, das ist das FGF23, ist wieder so viel Fremdwörter, Fibroblasten Growth Factor 23 oder Fibroblasten Wachstumsfaktor, einfach FGF23. Das wird im Knochen gebildet und das sollte dafür sorgen, dass der Phosphatblutspiegel sinkt, indem eben vermehrt Phosphat ausgeschieden wird. Das ist seine Aufgabe. Mhm. Aber ich habe ja eben erzählt, die Funktionseinheiten der Nieren arbeiten ja nicht mehr ausreichend. Das heißt, sie arbeiten einerseits nicht mehr ausreichend und ich habe zu wenig davon. Und jetzt habe ich das FGF23, das jetzt praktisch an den Nephronen die Ausscheidung von Phosphat erhöhen soll, indem es zum Beispiel die Rückgewinnung in diesem Transportsystem eben blockiert, beziehungsweise die Anzahl der Transportsysteme reduziert. Und das funktioniert halt nicht mehr, weil es einfach zu wenig gibt, wo das möglich ist. Und dann passiert eben das, was der Körper in solchen Fällen macht. Er überproduziert. Das heißt, er versucht, eine Kompensation der Situation herbeizuführen, indem er übermäßig stark FGF23 produziert. Und die versuchen dann sozusagen mit Ach und Krach diesen Phosphatspiegel noch in der Norm zu halten. Und das passiert auch. Aber was die eingetreten ist, das ist deutlich daran, dass eben dieser Blutspiegel an FGF23 deutlich erhöht ist. Und zwar deutlich heißt über der Norm. Und das ist in diesem Fall das Gute, weil man seit letztem Jahr die Möglichkeit hat, diesen FGF23-Wert im Blut zu messen und damit schon recht früh in das Geschehen einzugreifen und nicht eigentlich erst, wenn es zu spät ist. Jetzt hast du gerade gesagt, dass Phosphat oder der erhöhte Phosphatspiegel eigentlich erst am Ende oder im Endstadium der CNE bei den Katzen so richtig zum Tragen kommt. Muss man denn dann trotzdem oder sollte man denn dann trotzdem vorher schon den Phosphat
Spiegel senken oder was macht man da? Ja, es ist so, dass dieser FGF-23-Wert Gott sei Dank jetzt die Möglichkeit bietet, bei normalem Phosphatspiegel zu erkennen, ob diese hormonelle Entgleisung schon stattfindet. Mhm. Und damit habe ich praktisch die Möglichkeit, wenn dieser FGF-23-Wert erhöht ist, obwohl die Katze einen normalen Phosphatblutspiegel hat, zu sagen, ja, die Katze muss bereits phosphatreduziert leben, damit ich diesen Teufelskreis dieser Hyperphosphatämie möglichst weit nach hinten schiebe. Mhm. Weil eben es ein Teufelskreis ist, der zu einer Verschlechterung der Situation und zu einem schnelleren Fortschreiten der Erkrankung führt. Es ist übrigens auch der bekannteste Teufelskreis bei der CNE. Den gibt es also schon. Das ist, glaube ich, sogar einer der ersten, der herausgefunden wurde. Ist bei Menschen auch nicht anders. Und das ist eben das Schöne daran, dass die Labordiagnostik uns da hilft, obwohl ich sozusagen denke, alles ist in Ordnung mit dem Phosphatwert, dass ich jetzt die Möglichkeit habe zu sagen, oh, da tut sich ja doch irgendwas unter der Oberfläche. Da findet bereits eine Kompensation statt. Und das zeugt davon, dass eben diese hormonelle Entgleisung bereits stattgefunden hat. Und da kann man dann entsprechend schon frühzeitig eingreifen. Ist das denn so, dass man dann auch in Etappen anfängt, erstmal, sag ich mal, auf Nierenfutter, auf eine Nierendiät schwenkt und erst im nächsten Schritt zum Phosphatbinder geht? Oder ist das was, was man schon von Anfang an mit Phosphatbinder behandelt, so nenne ich es jetzt mal? Also du hast es ja eben schon gesagt, das sind zwei unterschiedliche Methoden, die beide dazu führen, dass ich Phosphat reduziere. Ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Es ist so, dass Phosphat wird ja von außen zugeführt über die Nahrung. Und das Phosphat, was ich von außen zuführe, muss ich reduzieren. Das kann ich einmal machen, indem ich Diätfutter verwende. Das ist Phosphat reduziert. Oder, und ich verwende einen Phosphatbinder, der im Magen-Darm-Trakt sozusagen das Phosphat im Magen-Darm-Trakt bindet und mit dem Kot ausscheidet. Und das Schöne daran ist, dass wir diese beiden Wege haben. Wir haben also zwei Möglichkeiten, die ich einzeln oder in Kombination einsetzen kann. Weil ich die Situation habe als Tierarzt, dass nicht jede Katze zum Beispiel Nierendiäten frisst. Und ich würde immer mit Nierendiäten beginnen, wenn es notwendig ist, immer. Man muss nur am Anfang vorsichtig sein. Es darf noch nicht ein stark phosphatreduziertes Futter am Anfang sein. Das heißt, man muss sich da so ein bisschen einschleichen. Und es gibt, wie gesagt, die Möglichkeit mit einem Phosphatbinder. Und da ist für die CNE-Katze nur Lantancarbonat zugelassen. Tatsächlich eben zusätzlich oder auch alternativ, je nachdem, welche Situation ich bei der Katze habe. Es gibt ja Katzen, die fressen überhaupt kein Diätfutter. Es gibt Katzen, die fressen nur ein bestimmtes Diätfutter. Das könnte ich zum Beispiel auch dann mit dem Normalfutter mischen. Oder es gibt auch Phasen, das weißt du auch, wo Katzen einfach sagen, ich fresse das jetzt nicht mehr. Ich möchte lieber irgendein anderes Futter fressen. Und da sind natürlich dann Phosphatbinder unglaublich, also Lantancarbonat unglaublich flexibel, zu sagen, okay, dann gebe ich hier dann eben mehr Lantancarbonat dazu, um halt diesen Phosphatspiegel zu erreichen, den ich benötige, beziehungsweise um FGF-23 zu senken. Weil am Anfang in den ersten Stadien ist ja der Phosphatwert noch nicht erhöht. Meistens, wenn FGF-23 erhöht wird, dann kann ich auch über Nierendiäten beziehungsweise Phosphatbinder eben auch versuchen, dieses FGF-23 zu senken. Das dauert aber relativ lang. Das ist ein sehr, das dauert bis zu 8 Wochen, 3 Monate, den FGF-23-Spiegel zu senken, weil der sehr träge reagiert. Also das heißt, zusammengefasst, wir haben als Katzenbesitzer mehrere Optionen, was an der Stelle wirklich toll ist, weil wir ja immer das Problem haben, unsere manchmal doch etwas mäkeligen Katzen mit gutem Futter zu versorgen. Und wenn das über das Futter nicht klappt, wie es bei einigen Katzen nun mal der Fall ist, haben wir dann noch einen Trumpf in der Hand. Aber wenn ich das richtig verstanden habe,
wenn es hart auf hart kommt, und so war es ja dann auch beim Pauli, braucht man irgendwann dann auch beides, oder? Also wenn das wirklich dann schon weit fortgeschritten ja. ist, dann muss man alle Register ziehen und alles nehmen, was man kriegen kann. So ungefähr, ja. Also das war beim Pauli ja auch noch so, dass der klinische Symptome hatte von der Hyperphosphatämie. Und diese klinischen Symptome treten eben dann meist auf, erst im Spätstadium, wenn die Hyperphosphatämie tatsächlich da ist. Und das sind ja neben Zähneknirschen, Streufressen, Zittern, Hinterhandschwäche, vor allen Dingen dieser plantigrade Gang, ich bezeichne ihn ja immer als Kaninchengang. Es ist ja so, Katzen sind Zehenspitzengänger und in diesem Fall laufen die praktisch auf den Sprunggelenken und das sieht so ein bisschen aus wie ein Kaninchen im Sitzen und das ist sehr emotional, wenn die Katze das zeigt und man denkt halt, die kommt überhaupt nicht mehr hoch, die bricht gleich zusammen. Und das ist eine Neuropathie, also eine Nervenschädigung, die durch diesen übermäßig hohen Phosphatwert bedingt ist. Und die ist Gott sei Dank reversibel. Das heißt, man kann, wenn man den Phosphatwert reduziert, auch diese Situation für die Katze verbessern, die klinische Situation deutlich verbessern. Und das erreiche ich gerade im Spätstadium nicht durch Nierendiäten alleine, weil man kann sich ja vorstellen, dieser Phosphatwert, den die Katze mit dem Nierenfutter aufnimmt, der kann nicht weiter gesenkt werden. Der ist, wie er ist. Und dann brauche ich dazu eben noch einen Phosphatbinder wie Lantankarbonat, um eben diesen übermäßigen Phosphatspiegel weiter zu senken. Und das ist ja auch bei Pauli dann gemacht worden. Das weißt du besser als ich. Ja, in der Tat. Also was du gerade gesagt hast, kann ich nur bestätigen. Es ist schon ja sehr plastisch dann, wenn man sein Tier so sieht, wie es sich plötzlich verhält. Also diese Zuckungen habe ich beobachtet. Den plantigraden Gang hatten wir auch. Und als ich das zum ersten Mal wahrgenommen habe, habe ich wirklich gedacht, das war's jetzt, weil das sieht wirklich so aus, als ob die Katze dann wirklich schon kurz davor ist, zu versterben und nichts mehr geht. Aber es war Gott sei Dank nicht so. Wir haben dann nochmal die Kurve gekriegt, haben nochmal eine sehr schöne Zeit geschenkt bekommen, dank der Behandlung und des Phosphatbinders, den wir eingesetzt haben. Und Pauli konnte dann eine ganze Weile nochmal wieder sicherer laufen und sich sicherer bewegen. Und er hat ja quasi bis einen Tag vor seinem Tod, ist er hier noch rumgehüpft. Natürlich nicht mehr so wie zu gesunden Zeiten, aber er hatte wirklich noch eine lebenswerte Zeit. Und das ist ja das, was wir uns alle für unsere Katzen wünschen. Ja, absolut. Du hast jetzt immer mal wieder Lantankarbonat als Phosphatbinder erwähnt. Ich weiß auch von einigen Katzenbesitzern, die ich kenne, man tauscht sich ja manchmal so aus, es gibt da doch einige verschiedene am Markt, also einfach verschiedene Mittel, um Phosphat zu reduzieren. Was gibt es denn da für Vor- und Nachteile? Gibt es da überhaupt solche Unterschiede? Ja, es ist so, also ich hatte eben eingangs erwähnt, dass Phosphat ein sehr lang bekanntes Problem bei dem Fortschreiten der CNE ist. Deswegen ist es eben sehr gut, das frühzeitig zu managen. Und früher, das ist also 20, 25 Jahre her, gab es nur die Möglichkeit, Calciumcarbonat einzusetzen. Und Calciumcarbonat ist eigentlich der häufigste, ist ein Nahrungsergänzungsmittel für Katzen, das aber nicht erlaubt ist sozusagen für den Einsatz bei der CNE-Katze. Man muss da unterscheiden zwischen gesunden Katzen. Man darf es bei gesunden Katzen einsetzen. Man darf es aber nicht bei einer erkrankten CNE-Katze einsetzen. Mhm. Aber es gab damals nichts anderes. Es war einfach nichts verfügbar. Und deswegen ist das sicherlich das Produkt, das Nahrungsergänzungsmittel, was am häufigsten eingesetzt wird und wurde bei der Katze. Häufig auch in Kombination mit Chitosan. Chitosan ist, man kann sich das vorstellen wie ein Schwamm. Das nimmt eigentlich alles auf, was geht. Das nimmt Enzyme auf, das kann auch Medikamente aufnehmen, das nimmt Fette auf.
also man hat versucht, alles, was irgendwie irgendwas bindet, sozusagen der Katze zu geben, damit dieses Phosphat im Futter gebunden wird. Und da gibt es noch Magnesium, Carbonat und eine Kombination aus verschiedenen Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat. Den Nachteil, dass ihre Bindung zu Phosphat nicht wirklich besonders stark ist. Das ist das eine. Das heißt, die gehen immer wieder in Lösung. Also es ist über den ganzen Magen-Darm-Trakt hinweg passiert es halt, dass sich diese Kombination aus Calcium und Phosphat immer wieder löst und dann auch beides aufgenommen wird. Das heißt, sowohl Calcium als auch Phosphat wird dann doch noch aufgenommen. Das führt dazu, dass ich eben nicht nur Phosphat, also ich will ja eigentlich Phosphat reduzieren, aber ich führe dem Körper damit Calcium zu. Unfreiwillig. Das ist, will man eigentlich nicht, aber das ging eben nicht anders. Und wenn ich dem Körper in dieser Situation noch Calcium zuführe, dann erhöhe ich die Verkalkungstendenz. Und das ist genau das, was ich nicht will. Mhm. Aber wie gesagt, es gab nichts anderes und deswegen musste man eben das nehmen, was da ist. Und mittlerweile ist es so, dass aus der Humanmedizin kommt das eben, dieses Thema. Man sucht also immer Dinge, die noch spezieller für Phosphat sind, also die selektiver sind für Phosphat, das heißt, die dürfen nichts anderes binden und die eine hohe Bindungskapazität haben. Das heißt, die sehr viel Phosphat rausnehmen in kleinen Mengen und gleichzeitig aber nichts abgeben, was für den Körper schädlich ist und auch nichts aufnehmen und ausscheiden, was für den Körper vielleicht zu Defiziten führen kann. Und da hat man in der Humanmedizin dieses Lantankarbonat entwickelt, weil es eben diese Nachteile der bestehenden Nahrungsergänzungsmittel reduziert. Und Lantankarbonat ist tatsächlich als einziges für den Einsatz bei der CNE-Katze zur Reduktion der Absorption von Phosphat zugelassen. Und die IRIS, die International Renal Interest Society, die empfiehlt auch schon seit Jahren Lantankarbonat aus der Humanmedizin. Und Experten, internationale Experten sagen auch ganz klar, seitdem es Lantankarbonat gibt, das ist jetzt erst seit ein paar Monaten auch auf dem deutschen Markt, sollte man keine anderen Produkte mehr einsetzen. Weil die anderen Produkte sind mit Nachteilen verbunden. Die musste man früher in Kauf nehmen. Aber das muss man jetzt nicht mehr. Das ist der Unterschied. Okay, also ganz wichtig, dass wir Katzenbesitzer auch dieses etwas exotisch klingende Wort Lantankarbonat irgendwo im Hinterkopf haben, weil wir, ich nehme mal an, die Produkte heißen ja in der Medizin immer ganz, ganz anders. Und man könnte also über diesen Begriff Lantankarbonat bei seinem Phosphatbinder, wenn jetzt jemand den einsetzt, irgendeinen, könnte man gucken, ist das jetzt ein moderner in Anführungsstrichen oder ist das einer quasi alte Schule, aber heute eigentlich gar nicht mehr empfehlenswert? Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Das kann man sich, glaube ich, so als Take-Home-Message mitnehmen, weil wir haben ja rund um die CNE so unfassbar viele Baustellen, wie ich gerade schon gesagt habe. Und mir schwirrt jedes Mal der Kopf, auch nach so langer Zeit. Und ich habe ja relativ lange den Pauli pflegen müssen mit seiner CNE, habe dann mit Dolly auch die Anfänge wieder erleben müssen. Wir haben es mit unserem Senior-Kater Tiger durch, wobei da waren noch ganz andere Zeiten. Und der hat, glaube ich, weil er eben auch der erste und älteste aus unserer Katzenrunde ist, der hat am wenigsten profitiert, weil da gab es einfach echt noch nicht so viel, außer vielleicht eine Nierendiät und auch nur sehr wenige Nierendiäten. Heutzutage kann man ja fast schon aus dem Vollen schöpfen. Und da ist es wunderbar, wenn man sich die modernen Entwicklungen zunutze macht und die für seine Katze dann auch einsetzt. Kann. Ja, Susanne, vielen lieben Dank. Du hast wieder für erhellende Momente bei mir gesorgt und ich hoffe bei unseren Zuhörern und an unseren Zuschauern auch, weil ich weiß, dass ja nun mal leider viele unserer Katzen früher oder später davon betroffen sind und da kann man sich eigentlich nicht früh genug mit beschäftigen, auch jetzt, wo ich gerade junge Katzenmama bin, also ich nicht, aber meine Katzen sind jung. Da habe ich das trotzdem im Kopf, weil ich natürlich weiß, ich möchte ja, dass meine Katzen alt werden. Und wenn sie alt werden, muss ich da einfach einiges berücksichtigen und schon mal am besten mitbekommen, was sich da alles noch so tut. Zum Ende dieser Podcast-Folge bzw. dieses Videos möchte ich dich noch nach den berühmten letzten Worten fragen. Gibt es noch aus deiner Sicht etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, außer dem magischen Wort Lantankarbonat?
Ja, mir liegt am Herzen, dass man die Katzen schon frühzeitig tatsächlich versucht umzustellen auf Nierendiäten. Ich will sagen, es gibt ja so viele Nierendiäten mittlerweile von so vielen Firmen, dass man wirklich versucht, jetzt, wenn man eine Katze hat im mittleren Alter, 7, 8 Jahre, schon mal so ein bisschen antestet, welche Nierendiät die vielleicht gerne mag, einfach mal ein Löffelchen testen, damit man dann, wenn sie es braucht, auch wirklich Nierendiäten einsetzen kann und nicht die Katze überfällt, so, jetzt musst du das fressen, das wird nicht funktionieren. Ja. Das wäre mir sehr wichtig. Und das Zweite ist, dass nicht jeder plantigrade Gang eine Hyperphosphatämie ist. Plantigrader Gang ist tatsächlich ein Zeichen für Nervenschädigung. Und das gibt es zum Beispiel auch bei Diabetes. Also man muss die Katzen wirklich tierärztlich untersuchen lassen, was die Ursache für diesen plantigraden Gang ist. Und das ist eben auch wichtig, weil das Entscheidende ist tatsächlich hinterher zu wissen, was hat meine Katze? Und die CNE-Katze, das weißt du auch, haben meistens nicht nur eine Erkrankung. Und da muss man eben sehr viel, zu viel im Auge behalten. Und deswegen ist es da ganz, ganz wichtig, auch den Tierarzt mit einzubeziehen und ganz speziell auch zu fragen, weil es kann tatsächlich auch Diabetes sein. Ja, sehr wichtiger Hinweis. Vielen lieben Dank. Ja, also eine spannende Podcast-Folge mit viel, viel Input für kleine und große Hirne. ich glaube, man kann das ruhig mal sacken lassen und vielleicht auch noch ein zweites Mal anschauen oder anhören, weil es einfach für uns Laien sehr komplex ist, in der Tat. Ja. Und in diesem ganzen Gewusel rund um die CNE so viele einzelne Zahnrädchen sind, an denen wir drehen können oder die sich von alleine drehen in Richtungen, wo sie sich nicht drehen sollen. Vielen lieben Dank, Susanne. Mhm. Und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder und ich hoffe, dass du bald noch viel abgefahrenere Sachen im Gepäck hast. Wer weiß, also ich bin ja zuversichtlich. Also ich habe ja gerade gesagt, der Tiger ist jetzt, ach Gott, wie lange ist unser Tiger tot? Schon sehr, 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 sehr lange. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. Der Pauli ist mittlerweile auch schon über 2 Jahre tot und ich merke ja, dass ich wirklich viel tut, also viel in Anführungsstrichen, aber es bewegt sich was und man muss als Katzenbesitzer auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten, um solche Neuerungen, die zum Wohle der Katze beitragen können, einfach nicht zu verpassen, weil es dauert natürlich alles seine Zeit, bis sich Informationen auch in alle kleinen Wege durchgeschlängelt haben und man meint es ja nicht böse, aber man kann nicht alles wissen und da ist es natürlich schön, wenn man dann versucht, so ein bisschen am Puls der Zeit zu sein, auch wenn die eigene Katze vielleicht noch kein Senior ist. Ja, ich meine, das ist ja nun mal mein Schwerpunktthema. Von daher behalte ich das natürlich im Auge. Und das ist auch ein hochkomplexer Bereich, weil die Niere gerade an so vielen Prozessen beteiligt ist. Also man spricht in diesem Zusammenhang ja auch von Darm-Knochen-Nierenachse. Also da sieht man schon 3 Organe, wo man erstmal nicht denkt, dass die im Zusammenhang stehen. Mhm. Das ist einfach hochkomplex, nicht nur für die Katzenbesitzer, sondern auch für die Tierärzte. Das muss man immer sagen. Das ist schon, die Nephrologen in der Humanmedizin, die müssen sehr viel im Auge behalten. Hm. Ja, und ich glaube, man merkt auch, wenn man schon mehrere ältere Katzen begleitet hat, wenn man dann denkt, man hat so ein bisschen den Check, was die Nieren betrifft und die Prophylaxe und Vorsorge. Es kommen ja dann auch noch diverse andere Sachen plötzlich hervorgepoppt und das ist wieder was ganz anderes und wieder eine ganz andere Welt. Ja. Also da werden wir alle schon deutlich gefordert und müssen unseren Kopf anstrengen, damit wir für unsere Katzen die richtigen Wege einschlagen, so möchte ich mal sagen. Ja, damit sind wir am Ende von dieser wunderbaren Folge. Vielen lieben Dank, Susanne. Und allen anderen sage ich nochmal, grabt euch nochmal ein bisschen ein im Pet-Kompetenz-Club oder auch im Podcast. Es gibt viel zu sehen, viel zu lernen, viel zu hören, was sich lohnt, was man im Alltag mit seiner Katze gebrauchen kann. Bis bald und tschüss. Tschüss, vielen Dank. Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. Und jetzt aus die Maus!